Alan Wake 2 geht weiter. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Mittlerweile spielen wir auch selber mit Alan Wake und sind hier in der Dunkelheit unterwegs, was ein bisschen aussieht wie New York, aber auch wirklich nicht New York ist. Und wir haben hier einen Safe-Raum gefunden zum Speichern. Also Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 13. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Und diese Graffitis, ne, die man überall sieht, das sind echt auch interessante Sachen drauf. Wenn man hier sieht, auch hier wieder Scratch und Stirb. Da unten auch. Du bist wir, du bist uns. Stirb, stirb, stirb. Initiation dann wieder, auch wieder Scratch. Du stirbst hier. Dann hier auch noch Finde Alice, wegen seiner Frau. Cold Casey natürlich wieder. Wir sehen uns. Stopp. Es ist echt, und Cult of the Word. Kult des Wortes. Und da wieder schreib, schreib, schreib. Sonst schreiben sie immer nicht schreiben. Hier steht wieder dran schreiben. Es ist, verwirrend. Also, ich gucke mich jetzt weiter um. Ich wollte noch einmal zurückgehen zu da, weil da ja irgendwie das Echo dran stand. Cult of the Word. Vielleicht dahinter oder an der Seite oder sowas. Weil ich das noch nicht gefunden habe, hatte. Da stand ja irgendwo Echo dran. Jetzt sind da ganz viele Gegner. Ja, ja, ich bin Alan Wake. Also machen wir weiter mit Folge 13 hier. Einmal nochmal kurz zurück. Wenn ich hier oben wieder aus der Tür rausgehe, bin ich ja da auf der anderen Seite des Daches. So, jetzt bin ich hier. Da ist der Safe-Raum, wo ich eben war. Und hier ist Echo. Aber hier ist nichts. Vielleicht die Lampe? Hier ist nichts. Vielleicht nur diese Tür, weil das also eine Echo-Tür ist, die nach drüben führt oder so. Das ist so natürlich. Ja, ich will auch nach Hause. Zeig mir doch mal den Weg. Ich muss zur U-Bahn-Station, ich weiß, aber hier gibt es noch zu viel zum Sehen. Hausmeister? Das ist cool. Jemand summt. Das ist eine andere Stimme. Es ist nicht Arti, glaube ich. Okay. Hallo? Oh, hey Alan. Der Sheriff? Sie haben sich angeschlichen. Der Sheriff? Der ist ja einfach verschwunden aus dem Autopsieraum im Wright Falls. Verzeihung, kennen wir uns? Schon wieder Gedächtnisprobleme, hm? Ja, wir kennen uns. Tim Breaker. Wir haben Hinweise ausgetauscht. Ich habe Fortschritte mit der Karte gemacht. Sehen Sie. Aber den mysteriösen Mann konnte ich nicht finden. Hat Tim uns angerufen am Telefon? War das seine Stimme? Nee, oder? Merkwürdig. Sie erstellen eine Karte? Sie erstellen eine Karte? Ich versuch's. Aber es ist schwierig, einen Traum zu kartieren. Ich ende immer an unerwarteten Orten. Ich finde interessante Dinge, wie diese seltsamen Markierungen, die mit dem Licht reagieren. Aber nie das, was ich suche. Sehen Sie sich die Karte mal an. Ich habe auf meiner Suche Vorräte angelegt. Falls Sie etwas finden, greifen Sie ruhig zu. Das ist nett. Danke für die Hilfe. Okay. Wer ist denn der Geheimnisvolle da an der Tafel? Wer ist der mysteriöse Mann? Er wäre nicht mysteriös, wenn ich es wüsste. Ich kenne nur seinen Namen. Wallen Dore. Der Talkshow-Host? Ah. Nein, klingt nicht nach ihm. Er hat viele Gesichter, aber Talkshow-Host... Ich suche weiter. Wallen Dore hat viele Gesichter, aber wir kennen nur aus der Talkshow. Von wegen, ich darf mir Vorräte nehmen. Digga, da ist nichts drin. Aber wir haben hier eine neue Karte. Was ist denn das für eine Karte? Der dunkle Ort. Okay. Das sind die Lampenorte aber auch, ne? Hier, da bin ich ja durch die Tür gegangen.
Da war ich ja hier in der Lampe. Dann ist hier die Tür aufgegangen und dann bin ich hier wieder rausgekommen. Hat nichts so viel gebracht. Hier. Was war denn hier? Da, die Tür ging nicht auf. Und da waren, hier standen nur Telefonzellen rum. Sollte ich dann nochmal zurückkehren? Ja, scheint so. Genau wie da. Und jetzt bin ich hier unterwegs. Hier ist das Echo, genau. Das ist nur die Tür, so damit ich dann hier wieder rauskomme. Was ist das für ein Fragezeichen? Da war doch nichts, oder? Jetzt bin ich hier. Ha. Rätsel in der Finsternis. Das ist meine verrückte Wand. Das sehe ich. Damit versuche ich, das alles zu verstehen. Mhm. Verurteilen Sie mich nicht. Da können wir gern tauschen. Nicht vergessen, ich war in der Leichenhalle, ich war kurz davor, dem FBI die Beweise zu übergeben. Dor hat mich hierher gebracht in diese Traumrealität. Warum? Daran kann er sich also erinnern. Er war mit Saga und so mit dem FBI bei der Autopsie in der Leichenhalle. Und dann hat Dor ihn rausgeholt. Ich dachte halt, Alan Wake hat ihn vielleicht rausgeschnitten. Wer, wo, warum, Motiv, warum? Ich. Okay, Fakten. Fehlende Zeit. Keine Erinnerung bis jetzt. Bin ich immer hier gelandet? Werde ich alles vergessen, wenn ich rauskomme? Entführt? Aliens? Dor? UFOs? Polyeder? Was? Polyeder? Träume. Ich, aber nicht andere, die ich kenne. Dennoch sind sie anders. Die rothaarige Frau? Rothaarige Frau. Rose? Alan Wakes Frau war nicht rothaarig, ne? Alice? Aber Rose hat auch keine roten. Okay, Tim. Ich schaue mich mal weiter um. Der Hausmeister. Wir sehen uns, Alan. Ja, glaube ich auch. Der Hausmeister hat uns Tom genannt, ne? Nicht Tim. Okay. Da drüben stehen noch Gegner. Da kann man aber rübergehen. Wenn ich da hinkomme. Ja, komme ich. Kann ich auch hier lang gehen? Nee. Okay, hier muss ich mich durchbrennen. Der Weg ist frei. Gut, dass ich noch genug Batterien habe. Ah. Dankeschön. Hier kann man auch noch hoch, da ist noch eine Leiter. Warte mal, war das? Da ist ein Zeichen an der Tür. An dem Dach, das führt da unten hin. Aber vielleicht ist auch nur der... die Richtung für den Speicherraum. Hier geht's auch hoch, ne? Da oben war ich doch eben, oder? Jetzt bin ich hier unten. Karte. Ich bin da, in der. Hier unten in der Gasse bin ich jetzt. Kann aber hier, glaube ich, lang gehen. Da ist noch eine Leiter. Relevanter Ort, Fragezeichen. Das wüsste ich auch gern. Wobei das ist der Raum, wo der Sheriff drin steht. Also das Spiel zeigt dir echt viele, viele komische Orte. Und du musst dann rausfinden, was davon wichtig ist. Wie steht's mit der Tür? Konnte ich aufmachen. Das ist da. Da stand ich vor. Dann hat er gesagt, ist von der anderen Seite verriegelt. Das ist diese Tür. Stimmt. Ich bin hier hochgegangen. Mhm. Okay. Aber man konnte auch noch bei dem Gerüst... Da war auch noch eine Leiter. Würde ich auch gerne nochmal hin. Hier ist aber auch eine Leiter. Komme ich da auch so wieder hoch? Da komme ich dahin, ne? Das ist ein anderer Ort.
Die Tür kann ich dann auch noch vielleicht öffnen. Puh, ist viel. Es ist viel. Was ist mit der Leiter? Hier ist niemand mehr. Hier kommt komisches Geräusch her irgendwo. Hört sich an wie ein Atmen. Verdammt! Toll, jetzt kommen die alle hierher wegen der Sirene. Ist ja dumm gelaufen. Und wie viel? Hey, kletter, kletter, kletter! Das war gemein, ey, mit dem Polizeiauto. Aha, wieder so ein Pfeil. Okay. Okay. Ah, das hier? Wegen der Kiste? Diese Pfeile? Naja, wir brauchen alles, was wir kriegen können, ne? Nach da unten kann ich nicht. Die Tür habe ich geöffnet. Wie werde ich jetzt die Gegner da unten los? Hier ist ja auch nichts, was ich mitnehmen kann oder so. Sind die weg? Ich glaube, die sind weg, weil ich die Leiter hochgegangen bin. Nee, da sind noch welche. Aber ich kann jetzt hier auch das Licht nicht wieder anmachen, oder? Doch, doch, da geht's. Die stehen jetzt alle da oben bei AWE. Ich check mal kurz, ob ich die hier auch aufmachen kann. Ja, okay, dann haben wir beide Türen offen. Also ich könnte die Lampe hier halt mitnehmen, wenn ich die... Hier sammelt sich dann halt immer die Gegner. Ich glaube, ich nehme mal die Lampe mit und gehe damit nach hinten. Ich glaube, das mache ich. Ist jetzt wieder weg? Hier. Und dann schnell weglaufen. So, nur dass ich mal wieder eine Lichtquelle dabei habe. Vielleicht kann ich die anderweitig hier irgendwo einsetzen noch. Wieso geht's denn jetzt runter, oder? Ist das richtig? Ja, ne? Ja doch, ich bin vorher hochgelaufen. Moin. Genau, hier die Leiter wollte ich nochmal hoch. Ätzend, wenn die Gegner, die ich hier schon weggeleuchtet habe, immer wieder neu auftauchen und ich damit wieder neue Taschenlampenbatterie verbrauchen muss. Passe das Echo ein, indem du dich ihm in einem bestimmten Winkel näherst. Ah, das ist das Echo. Deswegen auch hier der Pfeil. Der Pfeil hat hier nach oben gezeigt. Die Stadt war ein Monster, das sich auf sie stürzte, als sie unvorsichtig wurden. Sie dachten, sie hätten sie im Griff und wüssten, was sie tun. Ein fataler Fehler. Es sei denn, sie hatten Glück. Doch sie hatten es nicht verdient, Glück zu haben. Sie blinzelten im falschen Moment, ließen ihre Gedanken schweifen. Die Feuerleiter, die ihnen als Fluchtweg dienen sollte, war weg. Sie waren nie da. Sie haben sich irgendwo auf dem Weg verlaufen. Die Stadt wollte sie erledigen. Und es gab kein Entkommen für sie. Das war das Echo. So funktionieren die Dinger. Dankeschön. Dann ist das eine Echo jetzt hier auch weg, ne? Ne, es ist noch da. Also hier ist immer noch Echo eingezeigt. Oder war das ein anderes Echo auf der Seite? Hier habe ich das genommen. Fragezeichen da. Da habe ich die Lampe. Diese Fragezeichen, weiß nicht, ob ich das hier unten jetzt gefunden habe. War hier nicht eben noch eine Kiste, die ich mitgenommen habe? Ne, stand hier oben, ne? Das war der Fall, glaube ich. Da steht noch eine Kiste.
Jahrelang hatte ich Bücher über Alex Casey geschrieben. Etwas war noch hier. Eine Zeile einer halb vergessenen Geschichte. Habe ich gelesen. Okay. Richte deine Taschenlampe auf die Spirale. Spirale? Die eben da war, oder was? Oder ist es hier noch eine Spirale? Hier? Da oben? Meint er jetzt das, was ich gerade gemacht habe, oder eine neue andere Spirale? Ich glaube, das, was ich eben gerade gemacht habe, das war schon richtig. Ja, hier sehe ich jetzt gerade keine. Das war da drüben halt das Ding. Da würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal durchgehen. Aber ich habe unten genug Wege. Ich kann hier da rausgehen. Aber hier stand ja auch dieser Fragezeichen hier unten. Warte, guck mal. Direkt vor mir ist da dieses Fragezeichen. Ist das hier die Leiter? Hey, hallo, ich guck hier gerade. Hör auf, sie zu benutzen! Hey! Alter! Wenn die erstmal so dicht dran stehen. Das ist das Fragezeichen. Das ist ein Koffer. Klebeband nehmen wir nicht mit. Kein Klebeband? Okay, das war das Fragezeichen. Das, was hier in der Ecke war, ne? Ja, jetzt ist das auch weg. Bei denen hier weiß ich mir noch nicht. Vielleicht das hier die Lampe ist und da was besinnt. Oder dahinter ist da, glaube ich, noch ein Weg. Aber hier ist immer noch ein Echo angezeigt. Das ist nicht ein anderes Echo. Ich habe das Echo hier auf der Seite, aber wenn das hier noch nicht verschwunden ist, ist da noch eins. Und hier muss ich da oben hin. Ich muss da oben hin, um noch irgendwas zu finden. Vielleicht da. Kurz mal hier. Ja, aber so komme ich hier schon mal nicht nach oben. Muss ich wieder Batteriesaft ausgeben. Nur um hier zurückzugehen. Hey! Blöder Arsch. Okay. Munition habe ich eigentlich noch genug gerade. Hier ist nämlich auch ein Pfeil. Hier ist das nämlich auch wieder so ein Pfeil. Kann man noch hier oben rauf? Da ist die Spirale. Da war etwas versteckt. Das Licht würde es enthüllen. Ich hatte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Waren sie von mir? Okay. Worte der Macht können verwendet werden, um Wake zu stärken. Du kannst sie im Autorenraum zuweisen. Ach, sowas wie Saga hat mit ihren Talismännern. Das war die Spirale, die ich dann anleuchten sollte, ne? Die waren ja aber hier unten, ey. Worte der Verbesserung klingt nach Heilung. Worte der Pistole klingt nach Munition oder so. Worte des Krieges. Worte der Hilfe. Worte der Dinge. Worte der Wirkung. Worte der Lampe. Was macht denn was? Sag mir doch, was macht. Hier habe ich aber, da ist eine 1 noch dran. Aha. Privatsphäre, Roulette. Gewährt eine Chance von 5%, keine Munition zu verbrauchen, wenn du deinen Revolver abfeuerst. Erhöht die Kraft des Zurückstoßes von Alan Wakes Schrotflinte. Okay. Und dann packe ich hier unten jetzt einen Punkt rein, hier. Ha. Erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtpistolen da. Naja, hier, das ist ganz gut.
Da war jetzt ein... Ah, da stand auch eine 1 dran. Und hier dann ja nicht, ne? Die maximale Gesundheit. Wie viel es davon gibt? Puh, dann musst du dich ja richtig umsehen, ey. Wenn du nichts verpassen willst. Ah, okay. Siehst du, guck mal. Das war jetzt hier. Jetzt ist hier das Fragezeichen weg, wo die Kiste war. Und hier das Fragezeichen, der Kreis, wo das war. Das heißt, hier oben, die Sachen hier, habe ich noch nicht gefunden. So kann's gehen. Das ist da oben, das Wort, da macht die Spirale. Ich habe auch noch eine Lampe dabei, ne? Krass. Das ist aber auch echt teilweise nicht so leicht zu finden. Gut, noch weiß ich nicht, auf was ich überhaupt achten sollte, ne? Ich muss den hier lang gehen nochmal. Aber ich habe nicht mehr so viel Batterie. Ah. Eben standen hier drei. Jetzt ist nur hier. Das hier ist, glaube ich, noch irgendwie das andere Fragezeichen. Der hier zeigt hoch, der da zeigt runter. Entweder ist es genau über mir. Da. Das da ist es. Ich muss da schauen, von wo ich das anleuchte. Vielleicht von hier, weil hier auch noch ein Fragezeichen an der Kante war, ne? Hier ist der Koffer, genau, das ist das andere Zeug. Habe ich noch so viel Platz? Wenn nicht, muss ich mal was in die andere Kiste legen. Für mein Inventar hier voll wird. Und jetzt von da aus. Auch nicht. Vielleicht muss ich dafür da wieder hin. Und von dann und dann da hochschauen. Da ist auf jeden Fall das Ding. Weil als ich hier oben rumgelaufen bin, habe ich das da nicht gesehen. Welchen Winkel aus? Von welchem Winkel aus kann ich das sehen? Doch von oben? Ja, was war denn hier? Gar nichts. Oder von weiter weg von hier? Viel zu viele Leute rum, Mann. Von allen Seiten wär's so angegriffen. Der zeigt nach unten, der Pfeil zeigt nach oben. Och komm, Leute, stellt doch nicht immer hierher. Nervt. Einmal noch von da gucken, aber von da den Winkel hinzukriegen für die Lampe? Das war doch eben nicht da, als ich hier oben war, oder? Na, von hier geht das nicht. Oder vielleicht hat das mit damit zu tun. Stand ja nur, ich soll mit der Lampe drauf leuchten auch. Ich denke, das ist eher eine Casey, ein Casey-Fall und nicht für den da oben. Hab den Ort noch nicht gefunden, von wo ich das anschaue. Von hier war das ja auch, ne? Da war das auch und konnte ich von hier aus anleuchten. Hm.
Ja, ich glaube, das ist bestimmt mega langweilig zu zuschauen, oder Leute? Müsst ihr in die Kommentare schreiben. Dann höre ich auf. Bitte rumzoomen. Von hier wird es eigentlich am meisten Sinn machen. Wo war das andere nochmal? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Das andere ist hier. Ist hier so weit weg schon? Scheint so, als ist es von hier aus so weit weg. Könnte man eine neue Batterie finden, ey. Wenn ich sonst die Taschenlampe verliere, ist nämlich ganz schlecht. So, hier ist die Lampe ja schon drin. Aber ich habe noch eine dabei, die kann ich hier loswerden. Beide aktiv hier. So. Da unten in der Straße ist noch was. Und dann diese beiden Dinger. Das könnten aber auch nur Kisten sein, die da rumstehen. Könnten. Die alle so schlechte Laune haben hier auf der Straße. Bin vorbeigelaufen. Hey! Was gibt es denn hier? Genau irgendwo hier vor mir. Ist halt die Frage, ist es da oben? Da konnte man ja nicht so viel machen. Hallo? Das sind meine Worte. Alter! Wir warten natürlich noch auf den. Ich versuche mal so viel Batterie zu geben wie möglich. Guck mal, da ist ein Pfeil. Du musst so genau hinleuchten, sonst siehst du die gar nicht. Ist es also oben? Nein, es ist da. Wort der Wirkung gefunden. Wirkung. Okay, das steht ja auch immer dran, welches ist. Wort der Wirkung. Hier. Okay. Erhöht den an Feinden in unmittelbarer Nähe verursachten Schaden um 10%. Sorgt dafür, dass Ellen von Feinden um 20% schwerer entdeckt wird. Und senkt den von Dunkelheitsprojektilen erlittenen Schaden. Ich nehme das hier, dass ich nicht so entdeckt werde. Okay. Hey, diese Worte, die scheinen mir wirklich wichtig zu sein. Wenn du damit immer halt diese Verstärkung nimmst, ey, will ich die hinten aber auch haben, Alter. Muss ich halt nur so hart danach umsehen. Dann gehen wir da hinten auch noch hin. Entweder es ist ein Koffer oder diese Worte. Und die Worte für die Verbesserung sind echt wichtig. Oder was heißt wichtig? Sie machen das Spiel halt einfacher, ne? Wenn deine Waffe stärker ist, wenn die sich nicht so gut sehen und sowas.
Das andere ist hier irgendwo. Da. Das ist aber wieder nur ein Koffer, oder? Hier. Ja. Da ist nichts. Wobei, da steht was geschrieben. Da. Wenn ich das anleuchte, kann ich das lesen. Oder? Da. Off. D. W. Was? Ich kann das nicht lesen. Aber da sind auf jeden Fall noch andere Schrifte. Das ist ein Ort der Macht. Das ist die Spirale. Drauf zielen. Das ist das Kreisding. Alter, das ist ja krass versteckt. Jetzt hänge ich aber hier fest wegen der Mülltonne. Ah, gut. Ich bin rausgekommen. Okay. Wort. Was habe ich gefunden? Wo ist eine 1? Da. Wort der Besserung. Ich gelobe mich, zu verbessern. Erhöht die maximale Gesundheit. Das ist doch gut, oder? Erhöht die maximale Menge, die in einer Lichtzuflucht wiederhergestellten Gesundheit um 30%. Und das andere stellt 50% der maximalen Gesundheit wieder her, wenn du ein neues Wort der Macht entdeckst. Ich nehme das hier, mehr Gesundheit. So. Okay. Wir kommen voran. Langsam aber sicher haben wir da auch wieder ein weiteres Dings mitnehmen können. Okay, dann sollte ich da ist dann auch noch wahrscheinlich wieder ein Wort der Macht. Wahrscheinlich, da waren ja die Pfeile da schon zu sehen, aber ich dachte, das wäre halt nur dieser elende Rundgang und habe mich nicht darauf konzentriert, wo das Wort, also die Spirale dort ist. Dann fehlt halt hier nur noch das Echo, wo ich den Winkel nicht hinkriege. Und hier wahrscheinlich dann auch nochmal ein Echo-Dingens, aber ich weiß nicht wo, hier oben. Das stimmt, da dachte ich, der Kopf, diesen Behälter wäre das gewesen, aber ist es gar nicht. Okay. Gut, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich versuche die anderen beiden nochmal zu finden. Mache ich vielleicht jetzt gleich. Und dann sage ich euch Bescheid, ob ich sie gefunden habe oder nicht. Und dann gehe ich in der nächsten Folge in die U-Bahn-Station, damit die Story weitergeht. Weil ich weiß halt nicht, ob das für euch interessant ist, wenn ich so lange durch die Stadt laufe, um diese Dinger zu finden. Ob ihr das spannend findet, zuzugucken. Wenn nicht, höre ich damit lieber auf und konzentriere mich dann weiter auf die Geschichte und mache das vielleicht neben der Aufnahme oder sowas. Müsst ihr halt mal entscheiden. Ich kann das nicht einschätzen. Ich spiele ja selbst und daher ist das für mich halt interessant. Aber zum Zuschauen, das müsst ihr sagen. Also Leute, trotzdem danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.